der neuen Uta? Oh, da geht es um ein total cooles Liebespaar, das sich übers Internet kennengelernt hat und sich sozusagen beim Chatten verliebt hat. Ich hab's geschafft. Ich hab's wirklich geschafft. Und ab in den Chatroom. Wenn ich kann, nehme ich meinen Sohn immer mit. Er geht mir zur Hand und hat sogar Spaß an der Arbeit. Hm? Das ist doch kein Spielzeug! Kannst du dich nicht einmal benehmen, Mensch? Kim geht, und zwar sofort. Kommt gar nicht in Frage. Kim bleibt, und zwar so lange, wie sie möchte. Und wenn es dir nicht passt, dann geh du doch. Das werde ich auch. Aber die Halle ist doch wirklich groß genug für uns drei. Diese dumme Zicke ist ja so wichtiger als ich. Ab heute gehört die Halle den Dorfkids. Ist das klar? Das kannst du gleich knicken. Ich setze hier nie wieder einen Fuß rein. Die Halle gehört uns. Boah, ich könnte mich total aufregen. So ein Obermist. Gegen die hätten wir nie eine Chance gehabt. Da hast du recht. Die Horde hätte uns bestimmt durch die Mangel gedreht. Die Lagerhalle können wir jetzt vergessen. Ich hab doch gleich gesagt, wenn das mit der Halle erstmal bekannt wird, hängt da jeder Idiot rum. Mensch, Franz. Vorwürfe bringen uns auch nicht weiter. Im Gegenteil, wir müssen zusammenhalten. Kim hat recht. Nur so haben wir vielleicht noch eine Chance. Obwohl, ich weiß auch nicht, wie wir uns gegen die Übermacht wehren sollen. Uns wird schon noch was einfallen. Die werden sich noch umgucken. Heißt das, wir sind wieder Freunde? Na, Logo. Morgen, ihr drei. Ihr seid etwas spät dran. Ja, Entschuldigung. Dafür haben wir die Lösung von der gestrigen Aufgabe. Bravo, das freut mich. Das war echt schwierig. Ja, das stimmt. Mhm. Aber leider, ich muss euch enttäuschen, ihr seid nicht die Ersten. Was? Da sieht man. Die Lösung stand schon vor Unterrichtsbeginn an der Tafel. Alexandra. Wie bitte? Nichts. Also, die Lösung an der Tafel ist richtig. Wem darf ich die eins geben? Oh, bitte nicht schon wieder diese falsche Bescheidenheit. Wer hat die Aufgabe denn nur gelöst? Was denn? Wieder niemand? Das gibt's doch nicht. Also, ich verstehe das einfach nicht. Na schön. Dann notiere ich mir die Eins im Sinn und irgendwann meldet sich derjenige ja hoffentlich. Jetzt reicht's. Ich bin echt sauer. Ich glaube, wir sollten Madame Oberschlaum eine kleine Lektion erteilen. Willkommen zum Thema der heutigen Unterrichtsstunde. Ach, verdammt. Kann man das nicht abstellen? Ja, wenn sie stört. Die Musik nervt mich. Was ist denn los? Ist es wegen gestern? Dreimal dürfen Sie raten. Na ja, so schlimm war es doch auch nicht, was Philipp angestellt hat. Und außerdem, in dem Alter hatten wir doch alle Flausen im Kopf, ne? Ich muss den Jungen nur für einen Augenblick aus dem Auge lassen und schon hat er wieder was angestellt. Wirklich? Ich hatte gar nicht den Eindruck, dass Philipp so ein Filou ist. Ich kann Ihnen sagen, aber was belästige ich Sie mit meinen Sorgen? Ich bin ein guter Zuhörer. Wissen Sie, mich macht wahnsinnig, dass ich nicht weiß, wo der Junge sich heute nach der Schule rumtreibt. Philipp ist doch alt genug, um auf sich selber aufzupassen. Wissen Sie, was ich mit dem Jungen schon alles durchgemacht habe? Herr Philipp ist anders als die anderen Kinder. Aha. Und das können Sie sich nicht erklären, ne? Ich weiß auch nicht. Im Kindergarten, in der ersten Klasse, da kam er noch gut zurecht. Und jetzt ist er auf der Sonderschule. Ja, kann ja nicht jeder ein Einstein sein. Klar. Klar, da haben Sie recht. Und mit seinen Noten könnte ich ja noch umgehen. Aber Philipp ist manchmal so aggressiv. Ach ja, so hat er auf mich gar nicht gewirkt. Mit seinen Mitschülern hat er nichts als Ärger. Und jetzt hat er auch noch angefangen zu klauen. Ui, das ist natürlich was anderes. Sowas darf man nicht durchgehen lassen. Meine Frau ist im Krankenhaus. Verstehen Sie, deshalb musste ich ihn mit zur Arbeit bringen. Wo sollte ich ihn denn sonst lassen? Ja, und wo lassen Sie ihn heute? Ja, jetzt ist er noch in der Schule, aber dann geht er nach Hause und ich habe keine ruhige Minute mehr, weil ich nicht weiß, was er dann wieder anstellt. Ja, wenn das so ist, dann bringen Sie ihn doch nachher einfach wieder mit. Und Sie meinen, das geht? Aber sicher. Ich glaube, ich habe sogar schon eine Idee, wie wir ihn beschäftigen können. Und was Dr. Wolfert angeht, dann machen Sie sich mal keine Sorgen. Mit dem komme ich schon klar. Mir fällt ein Stein vom Herzen. Vielen Dank, Herr Basulke. Ach, gern geschehen. Hallo. Hi. 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 Eure neuen Internatsfutzi sind ja vielleicht Weicheier. Wie kommst du nur darauf?
vergessen, sein Paar von euren Frischlingen begegnet. Die hatten die Hosen gestrichen voll. Über wen redest du überhaupt? Keine Ahnung, wie die heißen. Sebastian, Franz oder so, keine Ahnung. So ein Mädchen war auch noch dabei. Wovon redet der? Das weiß ich, keine Ahnung. Ich rede davon, dass wir euren drei Kleinen ihren neuen Spielplatz weggenommen haben. Mhm. Die haben nämlich eine ziemlich coole Lagerhalle entdeckt. Aber die haben wir jetzt in Beschlag genommen. Ihr hättet mal sehen sollen, wie die gerannt sind, als wir aufgetaucht sind. Wow, da habt ihr eine wahre Heldentat vollbracht. Ja, und wem gehört die Halle wirklich? Na uns? Ach, ihr spinnt doch. Das müsst ihr erstmal beweisen. Ach übrigens, damit das klar ist, Franz steht unter meinem persönlichen Schutz. Ach ja? Ja, und Sebastian unter meinem. Schön für euch. Aber was habt ihr eigentlich mit denen zu tun? Die sind zufällig die Paten von den beiden. Mhm. Was war das denn für ein Auftritt? Ich glaube, wir sollten uns mal mit unseren Schützlingen unterhalten. Mann, geht das auch etwas leiser? Ich versuche hier gerade was rauszukriegen. Wo ist Alexandra? Mit ihr haben wir noch ein Hühnchen zu rupfen. Wieso das denn? Alexandra löst die ganze Zeit die Rätselaufgaben, die Frau Geilwitz uns in Mathe stellt. Und uns versaut sie damit die Chance auf eine bessere Note. Wir haben die Nase voll davon. Frau Geilwitz stellt uns die Aufgaben, nicht Alexandra. Na, ich weiß nicht, wer eure Aufgaben gelöst hat, aber Alexandra war das ganz bestimmt nicht. Wieso? Na, die ist doch gar nicht da. Einer ihrer Tanten ist gestorben. Und heute Vormittag war die Beerdigung. Wann ist sie denn weggefahren? Sie ist gestern Mittag gefahren. Und wann genau? Nadja hat sie 23:30 zum Bahnhof gebracht. Aber das bedeutet ja, dass Alexandra unschuldig ist. Und wer war's dann? Vielleicht war es ja Fabian. Ach, ich glaube nicht, dass er sowas machen würde. Aus unserer Klasse war es auf jeden Fall keiner. Derjenige hätte sich gemeldet. Ja, schon wegen der besseren Note. Sieht aus, als hättet ihr ein echtes Problem. Stimmt. Ich will endlich wissen, wer uns da die Tour vermasselt. Ja? Und wie willst du das anstellen? Ich weiß nicht. Wir könnten ja den Klassenraum beschatten. Ohne, dass der Täter was merkt? Stimmt. Das könnte schwierig werden. Ich hab's. Wisst ihr noch, wie letztes Jahr andauernd Pasulkes Fahrrad verschwunden ist? Naja, klar. Das war doch Wolfert mit der Eisdiele. Genau, und das Ganze ist rausgekommen, als Alexandra und Pasulke das Fahrrad mit einer Alarmanlage überwacht haben. Du meinst, wir könnten sowas ähnliches? Genau. Wir leihen uns die Alarmanlage aus, um das Klassenzimmer zu überwachen. Okay. Weißt du, wo Alexandra das Ding hat? Die Alarmanlage? Na klar, die ist im Schrank. Es kann aber sein, dass ich das Ding nochmal umbauen muss. Aber Alexandra hätte bestimmt nichts dagegen, wenn ihr euch das mal ausbaut. Damit kriegen wir das Phantom-Genie. Was wollt ihr denn? Wir haben gehört, dass ihr Ärger mit den Typen aus dem Dorf hattet. Angeblich ging es um irgend so eine Halle. Franz und ich haben die Halle entdeckt. Doch dann sind diese blöden Dorfheinis aufgetaucht. Und blieb nichts anderes übrig, als Leine zu ziehen. Die waren zu fünft. Keine Chance. Das ist das Allerletzte. Und ihr seid sicher, dass das die ganze Geschichte ist? Ihr habt Wolf nicht irgendwie gereizt oder so? Quatsch, wir haben gar nichts gemacht. Die spinnen ja. Das schreit nach Rache. Habe ich auch gesagt. Schließlich haben wir die Halle entdeckt. Genau. Das dürfen wir auf keinen Fall auf uns sitzen lassen. Sonst kriegen Wolf und Co. noch einen Höhenflug. Nee, nee. Wir werden die Halle einfach zurückerobern. Echt? Ihr wollt uns helfen? Na, Logo. Ist doch selbstverständlich. Wozu habt ihr denn sonst Patenonkel? Ja, cool. Ist doch ein Kinderspiel. Mit denen sind wir schon immer fertig geworden. Wir müssen uns irgendetwas ganz Cleveres ausdenken. Irgendwas, was den Dorfern ist, die Lagerhalle so richtig vergrault. Ganz deiner Meinung. Und vielleicht habe ich sogar schon die richtige Idee.